Mit dem Wachsen des Lichtes, dem Längerwerden der Tage, dem Blühen von Blüten und Blumen kommt Ostern, das erste große Kirchenfest des Jahres. Seit dem 8. Jahrhundert wird es am ersten Sonntag nach dem Frühlingsvollmond gefeiert. Eine Zeit, in der es schon vor Christus Frühlingsfeste gab. Während der Bauer mit ersten Feldarbeiten beschäftigt ist, sind die Frauen dabei, den höchsten Feiertag, den Ostersonntag, vorzubereiten. Nicht überall geschieht das so sorgfältig wie bei Frau Rosa Heim in Neuendorf im Solothurner Gäu. Wie keine zweite beherrscht sie noch die uralte Kunst des Eierkratzens. Das Ei schon im Altertum Sinnbild des noch verborgenen, keimenden Lebens, das die Erstehung der Natur und Gottes gleichzeitig feiert, spielt noch heute eine große Rolle im Volksbrauchtum. Sicher kommt auch dem Färben eine tiefere Bedeutung zu, welche ist aber ungewiss. Christlich jedoch ist das Osterei nicht. Die Motive, welche auf die gefärbten Eier gekratzt werden, stammen aus der Hochblüte der Bauernmalerei. Auch Verse werden darauf geschrieben. Zum Beispiel, wer Klugheit hat und Mutterwitz, stellt auch die Eier auf den Spitz. Oder es nahm ein Knecht ein Ei in Acht und hat's zu Haus und Hof gebracht. Die dem Osterkreis angehörenden Feiern beginnen schon am Palmsonntag. Über die ganze Karwoche verteilt dauern sie bis zum Ostermontag. Ein besonders schöner Brauch hat sich bis heute im Solothurner Gäu erhalten. Das Palmenschmücken. Als Jesus in den Tagen, bevor seine Leiden begannen, die mit dem Tod am Kreuz endeten, in Jerusalem Einzug hielt, schwang das Volk aus Freude Palmenzweige und jubelte. Das ist der Sinn des Palmenschmückens, wenn dies in unseren Regionen auch nicht mit Palmenzweigen geschehen kann. So macht man eben Bögen und Räder aus rotbackigen Äpfeln und Orangen oder auch aus schön gefärbten Eiern. Am Palmsonntag werden die Stangen zur Segnung in die Kirche getragen. Der Karfreitag hat seinen Namen von Kara, Klage. Erst im Mittelalter nannte man nach ihm die ganze Woche Karwoche. Seit Urzeiten des Christentums ist der Karfreitag ein Tag der Buße. Jeder Christ war früher an diesem Tag streng zum Fasten verpflichtet, zum Gedenken an den Todestag des Herrn. Am Karfreitag sind die religiösen Bräuche besonders innig. Die Karfreitagsprozession von Mendrisio ist auch besonders glänzend. Sie mutet an wie aneinandergereihte Szenen eines Passionsspieles. Bis 200 Personen wirken mit. Auch in Romo im Kanton Freiburg gibt es seit dem späten Mittelalter einen ganz eigenartigen Brauch. Die Prozession der Klageweiber. Hinter dem Kreuz schreitet die Gruppe, stumm die Werkzeuge der römischen Soldaten vorzeigend, mit welchen Christus gefoltert wurde. Maria! Eine sehr alte Einrichtung dürfen wir nicht zu erwähnen vergessen. Die Osterspiele.
An manchen Orten wurden sie früher aufgeführt, heute nur noch in Muri im Kanton Aargau. Seine Tradition geht bis ins frühe Mittelalter zurück. Dieses Spiel ist in Muri entstanden. Maria, das mag nicht sein. Die Auferstehung Jesus Christus und die klagende Maria. Ostersonntag. Christus ist auferstanden. Das Grab öffnet sich unter dem Beben der Erde, die Sonne verfinstert sich und Gräber geben die Toten frei. Das Böse ist besiegt.